Hallo ihr Lieben, so, da bin ich wieder. Ich war für euch, mit euch, beim Teddy im Marstallcenter in Ludwigsburg und habe euch ein paar Aufnahmen gemacht. Es war glücklicherweise relativ leer und so hat das ganz gut funktioniert. Ich hätte gerne Live-Ton gemacht, aber das ist momentan einfach mit der kleinen, ja, nicht so leicht möglich. Noch dazu waren wir zu einer Zeit da, wo sie eigentlich ja meistens ihren Vormittagsschlaf macht, aber dadurch, dass ich wieder anfange, vermehrt vormittags Sachen zu erledigen und ich gestern unbedingt noch mit ihr zum H&M wollte, weil sie einfach akuten T-Shirt-Mangel hatte, geht es halt momentan einfach nicht anders. Ich nehme auch immer den Kinderwagen mit, weil der passt einfach absolut gigantisch in den Kofferraum. Ja, aber wie es bei vielen kleinen Babys einfach ist, will sie da nicht so wirklich hundertprozentig schlafen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt gar nichts mache, und euch überhaupt nichts zeigen kann, zeige ich euch zumindest mal so ein paar kleinere Eindrücke von dem Teddy. Und ja, das ist mein zweiter Lieblingsteddy, weil der einfach auch sehr, sehr groß ist. Gerade der in Pettenwil ist ja mein absoluter Favorit, weil ich da halt auch zu der Zeit immer vor ein paar Wochen, Monaten noch mit dem Fahrrad rausgefahren bin und das auch sehr entspannt und sehr praktisch. Gerade wenn da mein Mann da war, habe ich mir manchmal echt samstags das Fahrrad geschnappt und bin da rausgefahren. Jetzt mit dem Auto natürlich ist es auch echt praktisch, in dieses Einkaufszentrum zu fahren und ja, da dann einfach zu erledigen, was ich erledigen möchte. Ja, ihr seht hier, ich bin schon durch ein paar Abteilungen gelaufen, habe natürlich mal wieder viel zu lange gelabert. Ja, die verschiedensten Abteilungen in dem Teddy jetzt, weiß ich nicht, kommt es mir momentan ein bisschen, ja, kunterbunt vor. Also sind viele Abteilungen irgendwie durcheinander geschmissen, aber das war in Pettenbild auch schon so. Also ich glaube, die bauen gerade so ein bisschen Sortiment um. Oder die Aufteilung der Sortimentssortierung. Weil da ja Gartenprodukte bei Bastelsachen sind. Ja, ich denke, da wird es oder da gibt es momentan einfach wieder einen kleinen Wandel. Das ist ja bei Teddy, bei Kick, bei Woolworth, bei Action relativ häufig so, dass da einfach neu eingeräumt, neu strukturiert gemacht und getan wird. Ja. Was mir bei dem hier in Ludwigsburg mega gefällt, ist einfach, dass diese, also ihr seht, diese Größe. Das kann man ja schon sehen, wenn man da einfach ein bisschen durchläuft und ja, sich da mal ein bisschen umguckt. Die Größe von dem Teddy ist einfach toll und er ist auch echt weit auseinandergestreckt. Und das macht das Einkaufen da wirklich angenehm, auch wenn da viel los ist. Ja. Sonst sind halt wie üblich diese einzelnen Abteilungen, die Reduziertkisten, in die ich auch echt immer gerne reingucke. Gerade Bastelutensilien für die Kinder, also diese kleinen Sticker und dieses Gedönse. Ist auch immer schön für die Ferien. Also ich packe manchmal auch so kleine Ferientaschen, wenn ich halt wirklich merke, okay, boah, das wird ein Tag, da können wir nichts machen. Und wir haben es ja leider hier in Baden-Württemberg so, dass wir die letzten 2 September oder die ersten 2 Septemberwochen sind unsere letzten 2 Ferienwochen. Und ja, es kam schon sehr, sehr häufig vor, dass das Wetter in diesen letzten 2 Wochen wirklich nahezu mies und bescheuert war. Und da habe ich mir das dann eigentlich angewöhnt, dass ich gerade die Reduziertkisten dann durchgucke vor den Ferien und da
ordentlich was mitnehme, dass ich halt wirklich so diese kleinen Papiertäschchen einfach mit so Kleinigkeiten fülle. Dass sie mal einen Flummi kriegen oder mal, also diese kleinen Stickerbögen, diese Minimalbücher oder sowas. Ja, dass wir halt der Langeweile ein bisschen entgegenwirken können, weil ja, halt immer in den September rein die Ferien zu haben, ist wirklich echt dämlich. Aber naja, genau, Fuß von Baby. Süß. Ja, ich muss auch dazu sagen, in diesem Teddy hat sich schon wieder echt viel getan. Es ist schon wieder richtig viel umgeräumt worden. Kam einiges dazu. Also gerade auch diese Kunstnägel machen jetzt wirklich ein komplettes Regal aus. Das ist schon echt brutal. Ja, also so viele Formen und Farben, das ist echt der Wahnsinn. Das habe ich sonst eigentlich immer nur in den Probehänden im Nagelstudio gesehen. Ja. War echt verlockend, weil ich mir die Nägel ja momentan auch wieder selber mache. Und ja, es einfach auch schön finde, mal unterschiedliche Formen und Farben auszuprobieren. Dann kommt halt hier ja, das ganze Haarzeug, Schnickschnack, Bartzeug. Da war ich echt am Überlegen, ob ich diesen Kinderaufsatz-Dinger. Aber ja, Amelie ist jetzt 7 Monate, also das bringt noch nichts. Und wir werden wahrscheinlich eh wieder so einen Toilettenaufsatz mit Treppe nehmen, beziehungsweise mit einer Stufe, dass sie da selber hochkommt. Das war einfach bei allen anderen auch schon super praktisch. Ich habe das auch bei meinem Großen vor circa 18 Jahren gehabt. Ja, der war ja rasend schnell dann trocken. Der war ja wirklich, der kam, ich weiß gar nicht. Warte, jetzt muss ich überlegen. Um, 2005 bin ich mit ihm umgezogen, genau. Und der war wirklich, also im August, da war er gerade 2. Und dann kam halt zur Sprache, er geht ja bald in den Kindergarten. Er ist ja dann im Ding. Er ist aber auch erst im September drauf, ist er in den Kindergarten gekommen, weil ich gesagt habe, ich will nicht Geburtstag und dann Pfingstferien und dann Sommerferien und dann Eingewöhnung, Eingewöhnung, Eingewöhnung. Und da habe ich ihm das irgendwann mit nicht ganz 2,5, habe ich ihm das dann, ich glaube im Oktober oder so hatte ich ihm das gesagt, ja, und dann war er auf einmal trocken. Tagsüber, da war der totale Schock so mit bisschen was über 2,5, auf einmal ist das Kind trocken. Aber es ist okay. Ja, genau. Ich schweife ab. Ja, wie gesagt, also ihr seht diese herrliche Auswahl und alles und ja, wie groß das einfach alles ist und auch wie großzügig. Also ich finde es schön, wenn diese Filialen so, weiß nicht, so großzügig einfach sind, dass man da halt auch, wenn die Center gerade am Wochenende dann doch mal voll sind, dass man dann doch noch echt angenehm auch durchlaufen kann. Also nicht so diese Platzprobleme hat wie diese kleinere Teddy-Filiale, die wir jetzt hier im Ort haben, wo du echt gucken musst, wie du mit dem Kinderwagen durchkommst und ja, da sogar mit Buggy Probleme bekommst. Also ich war ja mit dem Jüngsten, also mit meinem jüngsten Sohn, war ich ja auch häufig mit dem Buggy dann dort. Und selbst mit dem Buggy bist du nicht gescheiter durchgekommen. Also das war dann schon echt ärgerlich, weil man will ja in die Filialen rein, aber wenn ich dann noch nicht mal mit dem Buggy durchkomme, dann muss ich diese Filialen nicht besuchen. Und ja, auch bei ihm habe ich es dann relativ häufig gemacht. Ich habe frühest die Mädels dann im Kindergarten und bin dann nach Pettenwil rausgelaufen. Genau, da haben sie diese coolen Vesperdosen. Da haben wir auch echt viele von zu Hause, weil die wirklich auch gerade für Ausflüge super praktisch sind, weil man da drei Fächer hat. Also diese drei Fächer sind halt cool. Da kannst du in eins legst das Brot rein und in das andere halt so feuchte Sachen, so Obst, Gemüse, sowas. Ist echt super, super praktisch, dass es halt einfach nicht zusammenmatscht. Ja.
Also wir haben uns schön viel Zeit gelassen, wie ihr seht. Wir waren, glaube ich, locker Viertel, halbe Stunde da drin und haben uns richtig schön durchgeschmökert. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick so ein bisschen was gebracht und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Ciao.